Die Höhle war in diese Richtung. Fleisch haben wir anbei. So, juhu. Dürfen wir halt wieder ein bisschen rennen. Wäre eine kleine Zugverbindung, wäre schon cool. Aber soweit ist ja diese Höhle nicht entfernt. Dann gehen wir in der Lava-Höhle mal spazieren. Hundi! Dich kann ich jetzt leider nicht gebrauchen, deswegen nehme ich dich nicht mit. Ja, auch wenn du schön kläffst hier. Aber was soll's. So. Das war, glaube ich, da drüben, oder? Der Berg, der hier so durchspitzelt links, wenn ich mich nach rechts drehe. Aufpassen, dass ich hier nirgends zu tief plumps. Wäre uncool. So, jetzt fresse ich während dem Schwimmen was. So. Ein Schwertchen gezückt. Ach, ich wäre so auch rumgekommen. Stimmt ja. Das ist ja mein Leuchterding. Gravel sieht jetzt bei mir auch anders aus. Sieht man jetzt ein bisschen weiter von Entfernung. Sehen jetzt mehr so wie Pflastersteine aus. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das jetzt recht gut in die Landschaft einfügt, aber das wird sich zeigen. Ist ja noch nicht final. Also, da werde ich noch locker ein paar Wochen dran werkeln, aber ich will halt mein eigenes Ding machen. Und für Ideen bin ich immer offen. Ich höre sie mir gerne an. Also immer her damit. So, da ist der Eingang in unsere Höhle. In unsere Höhle. Dann mache ich mir noch schnell ein Basislager. Wäre vielleicht nicht so unpraktisch. So. Mache ich hier so ein Basislager hier rein. Ach, jetzt weiß ich wieso, dass ich die Tür dabei hatte. Gut, was soll's. Mach ich mal halt nochmal eine. Und da zerfällt mir auch schon wieder die Schaufel. Wieso werfe ich die Schaufel weg? Die gute Schaufel. So, zack. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir vielleicht sogar unten schon was gebaut hatte. Aber ist ja Wurst. Lieber hier oben. Dann haben wir was an der Oberfläche, wo wir uns zurückziehen können. So, jetzt mache ich hier mal halbwegs dicht. So, so, so. Ach, lasse ich so mal. Baue ich hier mal aus und hier dauert jetzt ein Stück. Ich will schon ein bisschen geräumiger gehen, dass ich hier gleich was Anständiges habe. Dass hier nicht gleich die Enge ausbricht. Und natürlich eine Fackel und noch eine. Und ich könnte die Decke höher machen. Oder ein tiefer gehen, irgendwie so. Na Minecraft, fang dich mal, hör auf zu ruckeln. Ist ein bisschen uncool. Es ist eh besser, wenn ich jetzt noch in der Bauphase bin, bis sich der Computer endlich beruhigt hat. Mit Rumgeruckel. Bis es sich ausgezedert hat hier. So. Gehen wir noch einen rüber. Dann dürfte das reichen mal. Dann stelle ich mein Bettchen gleich irgendwo auf. So. Bettchen. Wieso habe ich die Stonehoe dabei? So. Crafting Table nehmen wir auch gleich. So. Und ein Türchen baue ich noch so. Da, 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 da. Muss ich ja auch noch verändern. Aber fürs Erste reicht's noch. So, bam. Jetzt hau ich mich hin. Und am nächsten Morgen starten wir dann gleich in die Höhle. So. Schwertchen gezückt. So, Türe auf. Türe zu. Mache ich von außen auch noch zwei Fackeln her. Du
musst leider dran glauben. So, danke. So, wieder mal den Weg hier runter finden. So, hier die neue Graveltextur. Ist jetzt nicht so unbändig schön, muss ich noch ein bisschen überarbeiten. Ach ja, hier war ja nicht viel los, deswegen habe ich mich hier runtergebaut. In dieses Machwerk der Größe, so. Sieht schon komisch aus mit. Sieht schon komisch aus mit dem Gravel jetzt hier. Gut, was soll's? Ich höre hier irgendwas. Rumstrawenzeln. Hallo? Ist. Hier. Oh, fuck! Na! Ah, Arscheloche! Explodiert mir hier schon wieder. Voll ins Gesicht. So. Uah, da ist noch so ein Kandidat. Ich habe dich gesehen. Ich werde. Oh, Gold. Cool. Ich werde dich töten mit meinem Killerhandschuh. Huch. Ich darf, glaube ich, mal ein bisschen besser ausleuchten hier. So, da noch eine hin. Es ist sehr dunkel. Wieso ist es so dunkel? So. Könnte daran liegen, dass ich in der Höhle bin? Ja. Oh, Kohle. Wo bist du hingekommen? Egal. Nehme ich mal die Kohle hier mit. Irgendwas hat sich jetzt gerade wehgetan. Ich weiß aber nicht was. Hat sich zumindest so angehört, das Puff. Oder ich habe Soundprobleme. So. Ich arbeite mich mal schön langsam hier hoch. So. Da ist Eisen. Buddel ich mich mal durch zu, ne? Muss ja auch sein. Dramatische Musik. So, das Holz packe ich mal hier rein. So. Ja, schön für dich. Na, was macht denn ihr hier? Um voll den. Oh, fuck. Daneben. Was mache ich denn hier für Blödsinn? So, bam, bam. Gut, die Skelette sehen noch ein bisschen komisch aus mit dem Handschuh. So. Ins Auge. Oder auch nicht. So. Wir rennen natürlich auch mit dem überdimensionierten Handschuh rum. Sieht noch ein bisschen komisch aus. So, du bist weg. So. Dann ist hier mal Ruhe. Ruhe eingekehrt. So, dann mache ich hier mal den Eisen raus. Und die hier. Das ist jetzt nicht mords die Eisenader. Aber was soll's. Ich könnte mir Fackeln machen. Mache ich auch sogleich. So. So. 60 Stück. Sind die Stickies gut weg. So. Jetzt leuchten wir uns hier mal schön langsam runter. So. Ja, genau. Komm. Stürz dich in den Tod. Ich treffe besser mit einem
mit einem Ninja-Stern als du. So. So. Hier gleich mal eine Fackel hin und hier. Und natürlich hier. Ah, hier ist die Höhle so uneinsichtig. Ich find's gar nicht lustig. Aber was soll's? Was tut man nicht alles für die guten Rohstoffe? Na, das nenne ich mal ein Geplinge hier. So. Hier sieht's aus, als ob's weiter ginge. Dann graben wir uns mal straight hier durch. Oh, ich hatte recht. So, gleich mal eine Fackel. Ich hoffe, ich finde später noch zurück. Die Zombies sind auch hübsch laut hier am Ohr. Nee, da lang nicht. Ja, genau. Aufs Ärmchen. Na komm. So, jetzt kann sich die dramatische Musik mal hier verpieseln. So, hier mal ein bisschen in Sicherheit gehen. So, danke für die Pfeile. So, jetzt versuche ich hier mal das Wasser einzudämmen. So. Schwemmt mir hier die Fackel weg. So, erstmal die Lage sichern. So gut es geht. Schwimmen, Junge, schwimmen. So. Wasser ausgeknipst. Es ist immer so dramatisch hier. Aber die Höhle gefällt mir. Ohne Scheiß muss... Lapis, du alte Wursthaut. So, jetzt hole ich mir mal das Eisen hier aus der Wand. Nicht runterstehen, nicht, dass wir von herabfallendem Gravel getroffen werden. Ja, ist klar. Wo bist du denn? Hier bist du ja. Komm. Bäm. Tot. Und ein Spinnenauge auch gleich mal kassiert. So. Bin ich gespannt, ob ich heute beim Aufnehmen schon wieder gestört werde. Weil ich werde ja in letzter Zeit buchstäblich jedes Mal per irgendeinem Telefon gestört. Gestern auch, wie ich Anno aufgenommen habe. Das 2070. Jedes Mal klingelt das Telefon. Dabei bin ich gar nicht so beschäftigt. Den ganzen Tag klingelt bei mir das Telefon nicht. Außer... ich mache eine Aufnahme, dann klingelt's. So auf die Art, wie das eine Verschwörung ist. Oh, er nimmt auf. Wir müssen anrufen. Sofort. Gut, ist Wurst. Mach hier halt eine kurze Unterbrechung. Stört euch hoffentlich nicht. Gut, mir wäre es ohne Unterbrechungen auch lieber. Und da wollte ich eine Fackel hinsetzen. So. Sind wir hier einmal rumgegangen, haben wir das erkundet. So, jetzt mache ich hier noch eine Fackel hin. Mir kommt die Stellen einfach zu dunkel vor. So, so, wenn ich stiller werde, nicht wundern. Ich konzentriere mich auf solche Arschlöcher wie ihn hier. Nein!
Komm in das Gesicht. So.